Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus Sörbude. Willkommen zu einer neuen Folge von Kirby Star Allies. Wir werden heute erst einmal das letzte Secret Level im Story Mode spielen, bevor wir mit diesem Modus beginnen. Das Level, das wir jetzt spielen, schaltet man erst frei, ja. Power Planet und Zusatzplanet Delta freigeschaltet. Hier ist nochmal das Finale. Heines dunkler Herr ist ein Wesen ohne Sinn für Gut und Böse, geboren mit dem Ziel zu zerstören und bekannt als Void Termina, Weltenzerstörer. Klingt ganz schön heftig, ist ja auch ein Kirby-Finale. Kirbys größter Kampf beginnt genau jetzt. Nein. Ja, Power Planet, ein Planet, bei dem man sich alle Power-Ups holen kann. Kein wirkliches Level, es gibt eine behinderte Kampf-Challenge, die ich aber bestimmt nicht mache. Weil die ist unnötig, gibt gefühlt nichts und dauert ewig. Wir holen uns kurz ein Power-Up und machen dann da hinten das Secret-Level Zusatzplanet Delta. Ich weiß. Da hinten habt ihr gesehen, ist jetzt ein schwarzes Loch in Richtung vom Finale. Wir gehen zum Powerplanet hin, holen uns ein Power-Up, machen aber nicht diese komische Kampf-Challenge. Und Kollegen holen wir uns hier, denke ich, auch. Hier hat man eigentlich wirklich alles zur Auswahl. So. Laudai-Döns, was nehmen wir uns mal mit? Vielleicht entscheide ich mich noch für was anderes, aber ich nehme mal Elektro. So ein Typ in Gelb sieht der ganz schlimm aus. Hilfe. Maler schadet nie. Wir können uns auch einen Koch mitnehmen, lasse ich aber mal. Andererseits, ich nehme lieber selber Spinne. Ich mag die Ability eigentlich. Schlaf, natürlich ganz wichtig. Da ist diese Kampf-Challenge drin, soweit ich weiß. Und ja, dann nehmen wir uns als letzten Kollegen, denke ich, einfach nochmal Elektro mit. Haben uns hier erst mal kurz angeguckt, was hier abgeht. Und sind wieder auf der Overworld. Letztes Level in Main Game. Auf geht's. Hier, wir gehen nochmal kurz dahin. Man sieht's. Hier hinten ist ein schwarzes Loch entstanden, das zum letzten Kampf führt. Sieht ganz cool aus. Allgemein so Overworld-Design ist diese Welt wahrscheinlich so die beste, die es in der Kirby-Reihe je gab. Da kann man meiner Meinung nach nicht viel diskutieren. Dann. Diese Plattform war direkt vor dem Final Boss Kampf. Boah, ich wollte gerade sagen, kann man hier zerquetscht werden? Also Final Boss meine ich jetzt, ich denke, ihr wisst, was ich meine. In der Gegend haben wir jetzt noch ein Level. Zack, Spinne. Recht starke Fähigkeit. Regenbogen-Puzzleteil gibt es natürlich auch hier irgendwo. Müssen wir gucken. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Level genau aussieht, muss ich sagen. Aber, okay, mach den Schalter da. Zack. Ich habe das Gefühl, Spinne ist schon eine sehr starke Ability, wenn man sie richtig nutzt. Ich mag es auf jeden Fall. Okay, wir mussten uns erstmal den Weg zu dieser Doppeltür blockieren und dafür den zu einer... Ach so, das war die davor. Naja, dann machen wir uns auf jeden Fall den Weg zu dieser hier frei.
Anscheinend wird's davon die ein oder andere... Oh, ich habe den Schalter schon gedrückt, lol. Ja, ich wollte gerade sagen, deine Fähigkeit zählt doch als Wasser, ne? Dann drückt mal den Schalter, lasst euch vielleicht nicht um die Scheiße treffen, bleibt vielleicht nicht da stehen. Also, ja, die sind wieder sehr schlau, meine Teamkollegen. Wir haben wieder einen hohen IQ. So, dann versperren wir die Tür und machen den Weg weiter frei. Oh, Doppel-Zwischenboss. Psychotyp ist fast im Arsch, jetzt nicht mehr, Mann. Ich bin so ein netter Mensch. Der Angriff von dem hat einfach überhaupt nicht funktioniert, weil der in den Spinnenweben drin stand. Boah, und jetzt muss er natürlich low gehen. Na komm, tötet ihn. Danke. Dich brauchen wir jetzt nicht, wir haben schon einen Koch da. Also weiter. Der Hintergrund gefällt mir hier auch wieder. So, kurz alle heilen. Ich rechne eh damit, dass das Regenbogen-Puzzleteil einfach am Ende chillt. Jetzt kommen wir nochmal in eine Lava-Gegend. Oh Gott. Ja, schön, dass du die Leiter auch beim 7. Mal gefühlt nicht greifst, Kirby. Danke. Jetzt brauchen wir 4 Leute. Auch mal eine Vierertür und nicht nur eine Zweier. Oh Gott. Ja, komm, rennt alle in eure Gegner rein. Und gerade der eine, der einen Weg weiter freimachen muss, braucht eine Stunde. Ich traue dem Spiel schon zu, dass es nicht stoppt. Andererseits, er ist einfach respawned. Wow. Wow. Ich meine, okay. Es ist ein bisschen lame, aber andererseits ist es auch wirklich gut, weil wenn ich jetzt da gesoftlockt gewesen wäre, einfach nur, weil mein Keckmix Koch. Wie wär's mit, you know, kochen? Ich glaube, das wäre gerade recht sinnvoll, vor allem für dich selber. Nee, der hat keinen Bock. Dann malen wir im Kühlschrank. Geht genauso gut. So, damit ist auch der Koch wieder ein bisschen besser dran. Und wir gehen noch weiter voraus. Irgendein Keck hat mich wieder auf Discord gepinkt. Mann. Oh mein Gott, was ist denn das für eine Stelle? Das ist ja literally drücken Schalter und warten, dass deine Vollidioten-Kollegen irgendwas machen. Ich drück nach oben, danke. Stechen wir ihn kurz ab. Dann wird da drüben der Weg frei. Dann hier. Gott, diese Stelle. So, ich wollte gerade sagen, das müsste dann ja jetzt alles wegmachen, was noch da ist. Wir bekommen noch ein paar Puzzleteile, One-Ups, haben ja auch nur 150. Und haben 2 verloren im Spieldurchlauf. Und 2 sind schon recht viel. Waren ja auch alle durchs Freundesrad.
Wir haben schon Elektro dabei, also. Das ist da hinten. Und wie machen? Wir können nicht Feuer mit. Wir haben nichts, was wir mit Feuer kombinieren können. Gab es irgendwo Stab? Ich leg meine Ability. Hä? Wir haben nichts, was wir mit Feuer kombinieren können. Erhoffen wir es. Wow. Ich glaube, das könnte funktionieren, Hust, Hust. Ist das hier dann vielleicht das Regenbogen-Puzzleteil? Zumindest sind da drei solche Truhen. Und ich stelle mich lieber mal in Sicherheit. Ich denke zwar nicht, dass mir hier irgendwas passiert, aber... Nee, tut's auch nicht. Und wir bekommen ein One-Up. Das Regenbogen-Puzzleteil. Wie gedacht. Exakt. Und stechen den Typen ab. Weil, ja, wir stechen auf familienfreundliche Weise ab. Jetzt ist besser, YouTube, oder? Nochmal Double Boss Fight gegen Eisbert. Wo bin ich? Ich verliere mich so oft aus den Augen in solchen Boss Fights. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Technik gefunden. Warte, irgendwer hat sich schon durch den anderen ersetzt. Gut, ich wollte nicht, dass sich hier noch einer ersetzt. Es ist gut möglich. Oh nein. Oh, das ist. Okay, ich dachte kurz, Freundesrat. Die war auf dem Titelbild. Das hätte man sich denken können, dass es die gibt. Also, wir müssen nichts mehr hier finden. Einfach nur noch durch. Am besten heute noch. Das Spiel hat manchmal komische Ladezeit. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich meine, works, aber... Und ich nehme mal den Hammer. Oh, warte, der lebt ja noch. Beziehungsweise, nein, er ist im Koma. Wir müssen ihn noch umbringen. Kirby ist ein familienfreundliches Spiel. Jetzt mal kurz den doch kaputt machen. Neue Bosse. Der Freundesstern ist, glaube ich, Bro. Ich glaube, Bugsy hat insgesamt weniger Leben. Und das war tatsächlich recht close. Ja, und Künstler hat sowieso wenig HP. Ein Künstler bringt einem Stern überhaupt nichts, ziemlich sicher. Also, sind... Ja, ist mir klar, aber... Sind wir dann langsam am Levelende angekommen? Oh, wie am Anfang des Games so ein Ding. Nur, dass wir es dieses Mal zerstören können. Die Passage erinnert mich gerade relativ an... Was? Was? Es gibt noch ein Iggy Woods Battle!
Oh, da kam auch ein Jünger. Der hat gerade schon begonnen zu brennen, weil Feuer gegen die ja mega effektiv ist. Man sieht es auch, der ist gerade komplett verkohlt. Und wir können weiter. Die Freundessternpassage endet offensichtlich. Und ich denke auch sehr bald das Level. Weiter. Sie wollen hier anscheinend irgendwie Spannung aufbauen. Für ein Retro-Kirby-Design-Abschnitt-Dings. Ja, original ist es nicht, sonst wäre es ein Kirby Dream Land. Wenn dann Remake. Hier haben wir ein Secret noch. Also, Secret! Eine Tür mitten auf dem Weg! Wow, der eine wurde von der Stage einfach zerstört. Halt wie in so alten Spielen auch lädt das Level erst mit. Und noch ein letzter Schalter. Ja! Und Leute, das waren dann auch die einzigen Sekunden in diesem Spiel, in denen die Musik nicht zu laut war. Hier gibt's noch ein paar Items. Allein schon eine Meistertomate und mehr Heil-Items sagt, wie sinnvoll mehrere Meistertomaten. Nochmal einen ganzen Haufen One-Ups gibt's. Und einige Kirby-Charaktere auf einem Haufen. Wie geht's weiter? Ich hab... Die Level-Zieltür! Damit haben wir alle Level im Main-Game durchgespielt. Hoch mit dir. Nochmal auf die 1 fürs Letzte. Das hat ganz schön lange gedauert. Ich überlege, ob wir jetzt nicht vielleicht sogar doch lieber einen Cut machen und erst nächste Woche, so spät werde ich. Andererseits ist es Freitag. Auf jeden Fall nächste Folge mit dem Beginn. Das dürfte das letzte Regenbogen-Puzzleteil gewesen sein. Da ist es. Und absolut keine Nachricht. Thanks. Aber ich würde sagen, obwohl, wie lange muss man in dem anderen Modus spielen, bevor man zum ersten Mal saven kann? Ah, wenn es eine längere Folge wäre, obwohl die letzte Folge war lang, ach scheiß drauf. Neues Spiel, eins fortsetzen geht ja schwer. Es gibt besondere Herzen, die Angriff, Energie und Geschwindigkeit stärken können. Und wir können hier verschiedenste Charaktere auswählen. Die Traumfreunde sind nicht auswählbar. Wir spielen definitiv auch nicht Kirby. Das ist das Besondere an diesem Modus. Ich würde sagen, wir drehen den Saft auf. Da könnte ich mir gerade eigentlich ein Glas Apfelsaft holen. Was ist? Ja, ich spiele den Modus nur einmal. Der ist mit Charakteren ein bisschen unterschiedlich, aber mit verschiedenen. Ich werde das nicht mehrfach spielen. Also, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Kollegen. Deswegen, ich glaube, das Spiel sagt uns auch, du kannst hier ein paar Kollegen mitnehmen. Hier gibt es auch Herzen anstatt der Sterne. Warten wir einen Moment. So, das Schwein selber lebt noch. Ihr könnt übrigens mal zumindest einer von euch, obwohl ihr kriegt schon beide. Und wir bekommen das erste Herz. Speed Level 1.
Ja, man merkt, finde ich, auch schon Unterschied. Puzzleteile bekommt man hier hin und wieder. Ich nehme mal nicht noch einen Boomerang-Typen mit. Ja doch, also ich habe das Gefühl, gerade in der Luft ist der Speed deutlich höher. Das ist praktisch. Der Modus ist eben doch sehr anders, wie man merkt. Ach so, das wird über die Level verteilt nicht gespeichert. Oh, Traumfreund. Wir nehmen uns natürlich Margolor. Wir haben hier die Möglichkeit, den Traumfreund abzuholen. Und dann nehmen wir uns auch den krassesten mit. Irgendwie nicht, ne? Und was für die Zuschauer nochmal zu betonen, wenn man da wieder kein Wort verstanden hat. Die halben Leben sind nicht sonderlich relevant. Man bekommt nicht mehr Leben als das Maximum durch den Energiebonus, sondern man bekommt wieder das Normale, wenn man maximale Energieherzen sammelt. Wir nehmen uns so den mit. Haben jetzt erhöhte Angriffskraft. Das merkt man halt nicht so sehr. Weil das Spiel eh so schwer ist. Boost. Und 90% aller Gegner fucking nerfed wurden in die Hölle. Wir brauchen kein schwarzes Loch gegen jeden Plättmargolor. Auch kein Feuerstrahl. Okay, der war jetzt eher fürs Gras, aber... Ja, man merkt, die sind nicht sonderlich schwer. Speed Level 2. Und eine Partnertür. Speed Level 2 merkt man, finde ich, weniger als das erste. Oh, da ist das erste Energieherz. Macht mal frei. Das heilt auch noch dazu. Drei Herzen von jeder Sorte müsste es pro Stage geben. Ich meine, wenn wir nicht alle finden, wenn die sowieso nicht gespeichert werden. Naja. Kann ich das eigentlich zerstören mit? Nee. Ich dachte vielleicht, der Angriffsboost könnte da helfen. Ah, der Angriffsboost macht als Unterschied vor allem... dass ich durch diese Wildschweine einfach durchlaufen kann mit meinem Schild. Vorher habe ich Schaden von denen bekommen. Die Stelle kennen wir ja. Ist nicht sonderlich schwierig. Und ein Puzzleteil können wir uns noch mitnehmen. Willst du das Gas kaputt machen? Ja, aber bringt nichts. Irgendwie will ich jetzt das Gas zerschneiden und bringt dabei noch aus Versehen irgendwen um. Margolor übertreibt ein bisschen, aber der Wille zählt, I guess. Hätte es wenigstens hier drüben mittreffen können. Hier könnte vielleicht was sein. Okay, wow. Krass. Danke. Schön, dass ihr auch auf die Idee kommt. Ein Feuerkollegen mitnehmen ist anscheinend hier sinnvoll. Ja. Oh, Margolor macht das schon. War recht knapp mit dem. Ich denke, wir bekommen hier ein neues Herz. Ja, Speed schon Level 3? Ernsthaft? Wir haben das andere beide auf 1.
Und Speed schon auf 3? Und man sieht das. Wir sind dezent schnell. Oh, der Zug. Den gibt's, Leute. Man kann ihn vergessen, aber ihn gibt's. Cool. Der Sprung war fast ein bisschen kurz. Der war gut. So, wir bekommen gerade die Items gut ran. Weiter geht's. Man muss hier immer eine Weile spielen, bevor man zum Speichern kommt. Ich glaube, jeder Abschnitt ist für eine Welt, oder? Weiter hier lang. Oh, hier haben wir ein Energie- und ein Defense-Herz. Haben wir jetzt beides auf Level 2. Es kommt sehr sicher auch jedes Mal ein Boss bei jedem Abschnitt. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, die Bosse müssen ja auch noch einfacher sein. Also, wir sind jetzt noch offensiv stärker. Weil wir das nötig hatten. Wie ihr seht. Direkt das dritte Angriffsherz. Also meiner Meinung nach hätte man da lieber die Verteilung ändern sollen. Literally, ich bin zwar gefühlt schon unsterblich, wenn ich meine Barriere aufbaue, weil ich so viel Angriffskraft habe, aber... Jö. Und hier ist das letzte Energieherz, oder... Ich dachte, es gibt nur 3. Ja, gut. Das heißt, noch mehr Speed. Ich finde trotzdem die Verteilung nicht passend. Irgendwie bekommt man Geschwindigkeit ein bisschen früh. So, das ist einfach nur ein rotes Sammlerherz da. Puzzleteil. Und weiter. Oh Gott, sind wir schnell. Oh Gott, sind wir schnell. Oh, Wispy Woods. Mega Herz. Es gibt eins, das jede Ability um 1 steigert. Und ehrlich gesagt dachte ich, dass es hier die stärkeren Formen der Bosse gibt. Aber... Hallo? Warum ist meine Elektrizität die ganze Zeit verschwunden? Junge, der Damage! Ey, meine Elektrizität verschwindet die ganze Zeit. Wow! Okay, weil der nicht easy genug... Checkpoint. Das heißt, das hier war Abschnitt 1. Und damit endet auch diese... Ja, das hat ja mega gut reingepasst. Wir sind ja immer noch nicht auf einer halben Stunde. Damit endet dann auch diese Folge von Kirby Star Allies. Ah, wow, jetzt kann ich Traumfreunde als Charaktere nehmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal in diesem Modus wieder. Bis dann. Und ciao.